So Leute, willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die Eishöhle beenden können und diesen Schneewolf besiegen können mit einem Wallet Kill. Und hier drin haben wir die Eisenstiefel, natürlich. Zu schwer um zu rennen, zu schwer um zu schwimmen. Also nur negative Aspekte hat das Ganze. What a wo. So, sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Das hast du jetzt schön gesagt. Du hast die Serenade des Wassers gelernt. Sehr schön. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, ich wollte aber noch kuscheln. Ja gut, dann nicht. Blöde Schlampe. Wir brauchen noch... Warum haben wir blaues Feuer? Okay, haben wir dabei. Dann können wir jetzt einen Abgang machen. Und zwar hier runter. Ich sollte aber, wenn, dann mein Outfit ändern, nicht gerade zum, ja, Kronenlink her. Und was ich noch einen Hinweis habe, was ich auch nicht gewusst habe. Die Anzeige, wie lange ihr im Wasser bleiben könnt, hängt auch von eurer Herzanzahl an. Wenn ihr praktisch wenig Leben habt, könnt ihr nicht lange unter Wasser tauchen oder in brodelnder Hitze überleben praktisch. Habe ich vorher nicht gewusst. So. Ja, und wir werden hier auch schon geraten, dass wir hier die Stiefel schon ausziehen sollen. Machen wir auch. Ist blöd irgendwie. Sodele. Wir rennen weg. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Tempel. Ihr könnt mich alle mal fünfern. Lololo. Hate is gonna hate. Wichtig, Leute, dass ihr da auf jeden Fall blaues Feuer mitnehmt, sonst könnt ihr den König nicht befreien. Und der gibt euch ein ganz, ganz wichtiges Item. Und das benötigt ihr für den Wassertempel. Vorher werdet ihr es nicht schaffen. So. Zoras Quelle. Ja toll, jetzt muss ich schwimmen. Gott sei Dank kann ich durch schnelles B drücken schneller schwimmen. So schwimme ich normal. Und wenn ich jetzt B drücke, schwimme ich schneller. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Es ist mir total peinlich gewesen, als mir das mein Bruder erzählt hat. Aber ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich bin mir auch sicher, einige von euch wussten es auch nicht. Wenn nicht, dann bin ich blöd. Ganz einfach. Ich werde mich mal mit dem blauen Feuer bewappnen. Und wir werden den König jetzt befreien. Mir ist es mal ganz zu Beginn passiert. Ich habe das blaue Feuer daneben geschüttet. Das ist richtig scheiße. Wenn euch das passiert, Leute. Oh, dann habt ihr nur noch ein blaues Feuer. Das ist mir mal passiert. Das ist zum Kotzen. Dann könnt ihr gerade noch mal zurückrennen. So, damit haben wir den König zumindest mal retten können. Und er gibt uns, wie gesagt, ein sehr wichtiges Item, das wir benötigen. Stellt euch wieder auf die Platte und dann könnt ihr mit ihm reden. Ich will reden. Hallo. Jetzt. Ich fühle mich wie neu geboren.
Seid ihr, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt diese Rüstung bitte. Ihr könnt auch unter Wasser damit atmen. Genau, die Zora-Rüstung. Oh, das ist meine Lieblings. Oh, das ist meine absolute Favoriten-Dingensbums. Oh, ich liebe Blau. Ja, so Leute, Blau ist meine absolute Lieblingsfarbe, absolut. Normal hasse ich Rot, aber bei Sherrock sieht Rot cool aus. Sonst nirgends anders ist die Farbe Blau uncool. Nee. Jetzt. Okay. Wir ersparen uns den Weg und spielen die Serenade des Wassers, um uns den Weg zu sparen zum Hylia-See. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Hölle erst richtig los, Leute. Jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Das ist zum Kotzen. Der Tempel ist so zum Kotzen. Ich werde ihn jetzt ohne Glitches oder anderen Dingen auf jeden Fall zocken. So. Muss ich auch machen, sonst kapiere ich den Level nicht mehr. Darum, das ist. Ich würde euch nicht raten, da mit Glitches zu arbeiten. Weil ich denke, der Wassertempel, der ist riesig. Einige von euch hassen ihn, ich hasse ihn auch. Da könnt ihr euch mal schön trösten lassen. Daher, ich werde da nicht mit Glitches vorgehen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Nachher habe ich keine Ahnung, wo ich was herbekommen habe. Dann mache ich das lieber alles nach Struktur. Und dann dauert es halt vielleicht 2-3 Parts mehr. Mein Gott, Walder. So. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist, was es darstellen soll. Ich habe das Gefühl, das ist mehr so oder weniger so ein Schloss. Aber gut, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir gehen. Oh je, und ihr hört schon, der Wassertempel. Bei mir ist er absolut nicht beliebt. Wir ziehen jetzt diese Scheiße aus. Jetzt ist es ein ständiger Wechsel. An, ausziehen, an, ausziehen, an, ausziehen. Und dann die Musik. Sie passt zwar, das muss man zugeben, Leute. Man muss zugeben, die Musik passt, aber sie ist so zum Kotzen. Und dann kannst du unter Wasser nicht mal richtig kämpfen. So. Wir laufen jetzt mal dahinter. Dieser Level kraust mich im ganzen Let's Play. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Link? Du bist Link, oder? Ich bin es, Ruto. Deine Braut, die Prinzessin der Zoras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich sieben lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht befreit. Ich will sie retten. Alle! Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Ja gut, was heißt beeilen? Es kommt ganz drauf an, wie schnell ich nach oben steige. Oh, das regt mich so auf an dem ganzen Level. Eisenstiefel an, Eisenstiefel aus, Eisenstiefel an, Eisenstiefel aus. Da wird man bescheuert. Link kann tanzen, Link kann tanzen. Oder es ist Epilepsie. Entweder tanzen oder Epilepsie. Sucht's euch aus. Ja, und ich sehe schon, ich brauche Bomben. Gut. Könnte ich mit dir jetzt rüberkommen? Ich gehe jetzt erstmal da durch. Boom, 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 boom. Alle nacheinander. K.O. gemacht. Und was bekommen wir hier?
Eine große Schatztruhe. Supi. Ich erwarte eigentlich lieber kleine als große. Aber gut, kann man immer gebrauchen. Klopapier, ich meine Labyrinthkarte. Gut. Haben wir wenigstens das. Ändern wir mal den Wasserstand. Der Wassertempel wird ein wahres Grauen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Planung so aufgeht, wie ich das haben will. Ich probiere es jetzt einfach mal. So. Nee, schade. Ich habe gedacht, an der Wand praktisch durch den Aufprall praktisch wieder zurückfliegen und dann zu diesem Riss praktisch zu fallen. Aber ist mir leider Gottes nicht gelungen. Zu diesem Rätsel habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt eure Pfeile finden und die über diese Fackel zu der anderen Fackel schießen, damit die Feuer fängt, oder eben durch die ins Inferno, wie ich es gemacht habe. Sucht euch raus, aber hier kriegt ihr schon den Hinweis, dass ihr Pfeile braucht. Gut, und die sammle ich auf jeden Fall ein, die werden wir benötigen. Schon allein für später. Stechattacke, Stecher. Stecherattacke. Abwehren. Und Stecherattacke. Die Viecher sind unter Wasser so scheiße zu bekämpfen. Ich will es gar nicht aussprechen. Das ist auf jeden Fall absolute Bodenscheiße, sag ich mal. So, wir bekommen den ersten Schlüssel. Gott sei Dank. Dann machen wir mal hier einen Abgang. Was ich vergessen habe noch zu holen, ist die maximale Magieleiste. Die hätte ich noch holen können. Schade, schade. Dann hat sich das auch geklärt. So, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Ich glaube, erstmal kann ich hier den Block weiter vorschieben. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, das will das Spiel sogar für später. Na, ein bisschen schneller hier. Ja, okay, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt. Wobei, was haben wir hier? Runter mit dir. Okay, hier scheint noch irgendwas zu sein. Ich prüfe das mal am besten nach. Und dann würde ich vorschlagen, steigern wir wieder den Wasserspiegel. Aber wir müssen aufpassen. Ich habe da mal eine ganz gemeine Stelle gesehen, wo es einen Schlüssel gibt. Den habe ich die ganze Zeit gesucht. Diese verdammte Stelle. So. Ach, die ist runtergefallen. Okay, passt so. Passt. Okay, der Teil wird jetzt lustig. Runter mit uns. Ich kann es mir schon denken. Ja. Ich kann es mir so denken. Ich denke, was wir benötigen, ist auf jeden Fall den Fanghaken. Ganz klar. Das haben wir nicht, das ist ein Zeitlimit. Ihr Schweine. Hat so keinen Sinn. Ich muss oben landen. Finde ich so scheiße an dem Ganzen. Oh, der Wassertempel, der nervt mich allgemein schon ziemlich. So, schnell die Eisenstiefel anziehen. Gut, das haben wir mal geschafft. Und jetzt machen wir es von da aktiv und ziehen uns dann praktisch mit dem Fanghaken darüber. Und da müsst ihr auf die Muscheln aufpassen. Die können euch noch jederzeit raushauen. Darum am besten ihr schwimmt gleich hoch. Das
ist die beste Variante. Um nicht so rausgeschoben zu werden, wie es gerade jetzt passiert ist. Gut. Und hier haben wir nochmal einen Schlüssel. Wir müssen auf jeden Fall Schlüssel sammeln, das ist ganz klar. Das wird jetzt auch, glaube ich, ehrlich gesagt, lieber als da jetzt vorzurennen. Dann sammle ich lieber vorher alle Schlüssel ein, die ich finden kann. Damit ich gleich direkt zum Zwischenboss kommen kann. Und hoch mit uns. So, eine Sache will ich trotzdem noch erledigen. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Das ist das Problem wieder bei mir. Okay, wir haben es. Und raus hier. Tschüss. Bin ich blöd. Kann ich auch hier nehmen. Den kürzeren Weg. Ja gut, das will ich noch machen. Nee, das ist mir egal. Dann wird dieser Part von mir aus 20 Minuten lang, aber die Sache will ich doch noch erledigen. Und zwar, dass ich wenigstens den Wasserspiegel wieder aufs Maximum bekomme. Aber da muss ich mich jetzt schon ein bisschen beeilen, ne? Ach, warte mal, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ihr Wichsfiguren. Ich muss, glaube ich, runterfallen, ne? Muss ich gerade mal gucken, hä? Nee, ich muss doch da hochkommen. Ich glaube, das Thema hatte ich doch auch am Anfang schon bei meinem anderen Let's Play, dass ich da nicht hochgekommen bin. Genau, warte mal, hier muss man ganz direkt stehen. Warte mal, wieder ein bisschen langsamer hier. Wird mir ganz schlecht, wenn ich das immer so schnell mache. Genau. Kerle, mach ich immer solche Aufstände. So. Gut, nächster halt. Über außen oder wie auch immer. Gehen wir mal hier hoch. Oder? Ja, hier können wir mal schon aufmachen. Ich sag's euch gleich, der Tempel wird so eine Qual. Das ist so asozial und dreist. Dieser ganze Tempel ist ein ganzer Schmarrn hier. Ja, spiel dein Lied und fertig. Toll, jetzt muss ich da spielen. Okay, und jetzt steigt das Wasser hier hoch. Und jetzt kommt aber der asoziale Teil. Unter diesem Felsen ging's nach unten. Und das habe ich als Kind damals nicht gerafft. Ich habe das als Kind nicht gerafft, dass unter diesem Felsen, der jetzt hochgeschwommen ist, noch ein Geheimgang war. Und da war noch ein Schlüssel, genau, unter dieser Türe. Das ist so dreist von den Machern gemacht. Das war so dreist. Mann. Und da kriegen wir dann noch einen Schlüssel. Und den benötigen wir auf jeden Fall. 100. Da habe ich Ewigkeiten gesessen, bis ich das rausgefunden habe. Ich habe damals nicht im Internet geschaut, wie das Ganze funktioniert. Ich habe das selber rausfinden wollen. Ich stand kurz davor, ein neues Spiel zu machen, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, was Sache war. War das jetzt intelligent, die direkt über mir freizulassen? Nee, war es nicht. Scheiße. So, gut. Tot. Und tot. Und da ist jetzt noch ein zweiter Eingang und den dürfen wir jetzt auf gar keinen Fall mit dem anderen verwechseln, da wo die Gegner drin waren. Ich glaube, das war hier. Und wieder die Stiefel raus und hier unseren Schlüssel abholen. So. Schlüssel Nummer 3 normal, aber 2. Ja.
ihr wisst, was ich meine. Und wieder Eisenstiefel anziehen. Der Wechsel, der regt mich so auf. Wir gehen raus hier. Ich habe die Schnauze voll. Ah, gespeichert habe ich jetzt auch noch. Schön. Warte mal, gibt's dann. Ja, stimmt, da gibt's eine Tür. Okay. Da kann ich wahrscheinlich die Tür wieder nur öffnen, wenn ich. Wieder. Jo, ihr wisst, was ich meine. Da komme ich nicht weiter, da bin ich 100% sicher. Da brauche ich noch mein Dungeon-Item. Das kriege ich später erst. Vielleicht gehe ich jetzt erstmal dahin. Oder vielleicht sollte ich auch jetzt schon Schluss machen. Ich glaube, ich gehe noch hier hoch und dann machen wir einen kurzen Cut, würde ich sagen. Ne? Dann sieht man sich den jetzt wieder. In The Legend of Zelda Ocarina of Time. Was ist hier dann los? Genau, warte mal, hier ist nur die Karte. Egal, man sieht sich dann im nächsten Part. Ciao, ciao.